Herzlich willkommen zu diesem Video. Beim letzten Mal habe ich gezeigt, wie ich meine Bäume für den Spieltisch mache. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt und es euch interessiert, habe ich es hier oben in der Infokarte für euch verlinkt. Mit Bäumen auf dem Spielfeld haben wir einen natürlichen Sichtschutz und Deckung für unsere Miniaturen. Heute soll es auch um Sichtschutz gehen, denn ich möchte euch zeigen, wie ich meine Tarnnetze mache. Das hier sind die Materialien, die ich für die Herstellung von Tarnnetzen benutze. Und ich werde zwei verschiedene Varianten bauen. Eine etwas moderne Variante und eine, die den Tarnnetzen, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden, sehr nahe kommen soll. Zuerst baue ich die etwas modernere Tarnnetzvariante. Ausgangsmaterial für alle Tarnnetze ist die Mullbinde und Holzleim. Und den mische ich mir jetzt erstmal zurecht. Zuerst muss ich mir nämlich den Holzleim schön flüssig anmischen. Dafür tue ich mir hier zwei Pinsel voll in so eine Schale. Ich gieße dann ein wenig Wasser drüber. Der Leim sollte dann sehr, sehr flüssig sein. Und ich tue mir dann gleich immer noch einen Schuss Beige mit in das Gemisch. Dann habe ich nämlich gleich schon mal eine Grundfarbe, die ich mit auftragen kann. Als nächstes schneide ich mir dann hier ein Stück Mull ab. So groß. Und lege den auf einem Backpapier aus. Das Backpapier ist dann dafür da, dass ich nach dem Trocknungsprozess den Mull abziehen kann. Und bestreiche dann das Ganze einmal mit meinem Leimgemisch. So sollte das Ganze aussehen. Und jetzt habe ich hier zwei Washes von der Firma Vallejo. Einmal ein Dark Khaki Green und ein Dark Green. Die einmal gut aufschütteln. Es müssen natürlich keine Washes sein, ihr könnt euch auch Acrylfarbe nehmen und die mit Wasser verdünnen. Das hat den gleichen Effekt, aber ich benutze die sehr gerne, so habe ich mir diesen Arbeitsschritt schon mal gespart. Und jetzt tropfe ich die Farbe auf die bereits behandelte Mullbinde. Und ihr seht schon, wie das Ganze ineinander verläuft dann. Dadurch, dass die Mullbinde ja sehr nass ist. Das mache ich mit Grün auch. Hier und da mal ein paar Spritzer. Dann kann man sich jetzt überlegen, was man für eine Spielplatte hat. Ist es eher ein sehr heller Erdton, dann wäre es besser, sie möglichst hell zu lassen. Oder jetzt in meinem Fall, ich möchte ja eine Stellung im Wald damit abtarnen und deshalb wird die mehr grün. Und da noch ein bisschen. Ja. Wenn ich die Washes aufgetragen habe, dann verblende ich die ineinander, die Farbtöne, durch Tupfen und diesen Arbeitsschritt wiederhole ich so oft und so lange, bis ich den Tarnanstrich gefunden habe, der mir am besten gefällt. Ja, das ist mir noch zu hell. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr Braun drin haben und gehe jetzt noch mal über die Grüntöne damit und auch in die beigen Flächen. Und auch nochmal mit dem Dark Green darüber. Aber nicht mehr so viel. Und verblende das Ganze dann noch einmal ineinander. Ich gehe jetzt um die dunkelgrünen Flecken rum und lasse
den Teil in der Mitte stehen, den verblende ich nicht. Dann habe ich nochmal eine Abstufung im Grün. Und das mache ich dann zum Schluss mit dem Braun auch noch einmal. Gut. Kommen wir nun zur Strukturierung. Dafür verwende ich ein Grasstreu. Dadurch, dass die Mullbinde so stark durchtränkt ist, nimmt das Grasstreu die Farbe automatisch von unserem Tarnmuster auf, sodass der Kontrast nicht zu hart dann zum Ende ist. Und die streue ich mit der Pinzette auf und lasse die immer so einzeln fein, die Flocken. An manchen Stellen ein bisschen mehr, an manchen ein wenig dezenter. Wenn zu viel ist, dann kann ich die nochmal umsetzen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das Ganze muss gut durchdrucken, um es weiter bearbeiten zu können. Und ich kümmere mich jetzt um die zweite Variante: historische Tarnnetze. Der militärische Nutzen und die Herstellung expliziter Tarnnetze kamen zum Ende des Ersten Weltkrieges auf, gefördert dadurch, dass nunmehr die Aufklärung aus der Luft für militärische Operationen immer bedeutender wurde. Die bis dahin verwendeten Tarnstriche genügten nicht mehr. Die Armeen beschränkten sich zuerst darauf, ihre Stellungen mit ihren Zeltplanen und angemalten Sackleinen abzutarnen. Die Franzosen waren dann die Ersten, die ihre Planen so bemalten, dass sie die Natur um sich herum mit ihren Licht- und Schattenwürfen perfekt imitieren konnte, sodass es auch guten Beobachtern schwer fiel, diese Stellung noch ausfindig zu machen. Da diese speziellen Planen aber nicht an alle Verbände ausgegeben werden konnte, begann man, um eine notwendige Versorgungsdichte zu erreichen, auch diese Truppen mit speziellen Netzen zu versehen. Diese wiederum begannen dann, die Netze mit natürlichen Tarnmaterialien zu ergänzen, sodass dann zum Schluss ein Tarnmittel entstand, das auf jede Umgebung perfekt abgestimmt war. In der Zwischenkriegszeit wurde klar, dass das Tarnnetz aus dem militärischen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Das Voranschreiten der Luftfahrt und der Ausbau von befestigten Stellungen entlang der Landesgrenzen machte dies deutlich. Man begann damit, Tarnnetze industriell herzustellen. Allerdings waren die sehr viel grobmaschiger, als sie es heute sind. Sie wurden durchtränkt mit einer Eudoratfarbe, das heißt mit wasserunlöslichen Pigmenten. Und als es dann zum Zweiten Weltkrieg kam, gab es bereits Handbücher für das Anbringen und das Abtarnen von Stellungen. Um ein solches WK2-Tarnnetz darzustellen, schneide ich wieder ein Stück Mull ab. Und ziehe es auseinander. Denn ich will diese Grobmaschigkeit darstellen. So soll das dann letztendlich aussehen. Um das zu erreichen, werde ich das jetzt auf Backpapier fixieren, und zwar mit Stecknadeln in einem Stück Styrodur. Wie auch bei dem moderneren Tarnnetz werde ich das Ganze jetzt mit Leim bestreichen und dann mit meinen Washes einfärben. Der Leim wird dann beim Austrocknen dafür sorgen, dass sich das Netz nicht wieder zusammenzieht. Bei den Netzen aus dem Zweiten Weltkrieg war es entweder so, dass sie einfarbig waren oder die Farben nebeneinander auf dem Netz waren. Ich entscheide mich für die zweite Variante und werde eine beige Seite haben, dann ein Braun und dann kommt das Grün. Beide Tarnnetze wären jetzt schon fertig, ich möchte sie allerdings noch ein wenig nachbearbeiten. Während ich bei dem Zweite Weltkriegstarnnetz noch warten muss, bis es vollständig ausgehärtet ist, kann ich das moderne Tarnnetz bereits im Trocknungsprozess weiterverarbeiten. Ich möchte das Tarnnetz noch ein wenig abdunkeln. Dafür werde ich es mit einem Olivgrün einnebeln.
Da ich aber auch hier verschiedene Farbverläufe haben möchte, drücke ich das Tarnnetz zusammen, sodass ein paar hohe Räume entstehen, in denen die Farbe nicht gelangt. Jetzt kann ich das Netz wieder auseinanderziehen und dadurch, dass es noch feucht ist, haben sich die Farben miteinander vermischt und so schon automatisch ineinander verblendet. So, weiter geht's. Ich habe die Netze über Nacht durchtrocknen lassen und kann sie nun vom Backpapier lösen. So sehen die beiden Netze jetzt aus. Bei dem modernen Tarnnetz bin ich schon sehr zufrieden und ich hatte ja gesagt, dass ich hier noch ein Detail setzen möchte und dafür habe ich gestern schon mit grüner Sprühfarbe ein Stück Toilettenpapier eingesprüht, das Ganze durchtrocknen lassen und kann jetzt das Papier in dünne Streifen schneiden. Die Streifen, die ich für das Tarnnetz benötige, sollten 1 bis 2 mm stark sein. 5 Streifen sollten, denke ich, reichen. Diese Streifen werde ich jetzt in noch kleinere Streifen unterteilen. Und das mache ich mit einer Schere. Bevor ich die Streifen auf dem Tarnnetz anbringe, muss mir klar sein, was ich denn damit überhaupt abtarnen möchte. Und nun ist es so gewesen, dass die Deutschen in ihren Tarnnetzen eher kleinere Stoffstreifen verwebt hatten und die Alliierten größere lappenartige Streifen, die eine wesentlich höhere Fernwirkung hatten. Ich möchte aber eine gewisse Dynamik auf meinem Spielfeld haben. Und es war ja schon immer so, dass Armeen sich an den Ausrüstungsgegenständen ihrer Widersacher bereichert haben, wenn sie diese für gut befunden haben oder ihnen nichts anderes zur Verfügung stand. Und deswegen möchte ich diese sowjetische A-19-Feldkanone mit einem deutschen Tarnnetz abtarnen. Der große Vorteil an diesen mit Leim bestrichenen Netzen ist, dass sie eine gewisse Modellierfähigkeit haben. Ich kann das Netz jetzt über die Kanone ziehen und es mir dann am Modell gleich zurechtmodellieren. Die Kanone ist jetzt abgetarnt und jetzt kann ich die Streifen auf dem Netz anbringen. Hätte ich das schon vorher gemacht, hätte ich sie mir beim Überziehen der Kanone wieder abgerissen. Dafür habe ich mir wieder ein Leim-Wasser-Gemisch gemacht und bepinsel nun die Stellen, wo ich die Streifen haben möchte, lege die Streifen auf und pinsel dann noch einmal über die Stelle und versiegel sie so. So, auch dieses Tarnnetz ist jetzt fertig und während der Leim trocknet, kümmere ich mich um das moderne Tarnnetz. Ich möchte das Tarnnetz nun auf meiner Spielplatte anbringen und es soll hier über diesen Unterstand abgespannt werden und zum Abspannen benutze ich Risches Garn. Auch hier schneide ich mir das Netz wieder so zurecht, wie ich es brauche und kann es noch ein wenig auseinanderziehen. Ich hätte diese ausgefranste Ecke am liebsten vorne, deswegen werde ich das Netz hier so schneiden. Zum Schluss fransen sich mit der Zange die Kanten noch ein wenig aus und dann ist es auch schon fertig.
Der Leim ist jetzt getrocknet und dieses Tarnnetz möchte ich zwischen drei Bäumen befestigen. Dafür benutze ich Paketband, davon schneide ich mir jetzt vier Stücke ab und die positioniere ich schon mal hier in den Ecken des Netzes. Das soll es damit auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aus den drei Bäumen sind dann doch vier geworden, aber mein Gott. Ich habe euch zwei verschiedene Arten der Tarnnetzherstellung gezeigt. Beides geht sehr einfach. Das Einzige, was ein wenig fummelig ist, ist das Aufkleben der Stoffstreifen. Und das ist auch ein wenig zeitintensiver in der Herstellung, aber beides ist total easy. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir das mit einem Like zeigt oder ein Abo da lässt, und wenn ihr möchtet, sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Macht's gut! Bäume sind jetzt doch viel geworden, aber das macht. Bevor ich die Streifen jetzt anbringe, überlege ich mir, was ich mit dem Netz eigentlich machen möchte. Ja, das ist falsch. Die Armeen beschränken sich zuerst damit, die Franzosen waren dann die Ersten, die ihre Planen so bemalten, dass sie die Natur mit ihren Licht- und Schatteneffekten und eine nötige Versorgungsdichte erreicht werden musste, begann man damit, da diese Planen aber nicht allen Verbänden zur Verfügung standen und sodass zum Schluss ein perfektes, abgestimmtes auf die Umgebung. Die Armeen begannen zuerst. Sodass dann zum Schluss ein Tarnmittel entstand, das auf jede Umgebung perfekt abgestimmt war. Und das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich fummel mich, aber das geht auch mit ein wenig. Oh Gott. Der hilft mir auch nicht. Brauch schon wieder Kaffee. Achtung.